Für unser zauberhaftes Armring-Design oder Ringarmband benötigt ihr unter anderem Kette. Ihr benötigt einen Kettstift. Das ist der mit dem Köpfchen. Ein Verlängerungskettchen. Ringel mit einem Durchmesser von ca. 5 mm. Einen größeren Ringel, der hat einen Durchmesser von 8 mm. Ein Karabinerverschluss. Ein Verbinder. Und wenn ihr jetzt keine Verbinder habt, dann bastelt ihr euch selber welche. Dazu bräuchtet ihr dann noch einen Kettstift und Flachperlen. Und dann natürlich noch eure Flachzangen, die Rundzange und den Seitenschneider. Ihr habt jetzt nicht unbedingt das gleiche Zubehör zu Hause wie ich. Und deswegen möchte ich euch jetzt ganz genau zeigen, wie ihr das Ganze so berechnet, dass es mit eurem Zubehör auf jeden Fall auch passt. Ich habe jetzt eine Kette, die hat eine Stärke von 2 mm. Wenn ihr jetzt eine andere habt, braucht ihr natürlich wieder andere Längen. So, als erstes müsst ihr euch überlegen, wie lang euer Armbandelement sein soll. Bei mir sind es 17 cm, ausschließlich der Verlängerung, aber inklusive des Verschlusses. Das heißt, 17 cm, davon ziehe ich jetzt erstmal die Länge des Verschlusses ab, sind 16. Zwei Ringe für die Befestigung der Verschlüsse sind 15. Mein Mittelelement hat einen Durchmesser von 8 mm, also ziehe ich jetzt einfach mal einen Zentimeter noch ab, da komme ich auf 14. 14 cm muss also meine Kette sein und da die Kette auf beiden Seiten des Mittelelementes weitergeht, heißt es, dass ich das Kettenteil viermal auf 7 cm zuschneiden muss für das Armband. Für das Handelement müsst ihr jetzt den Verbinder berechnen und geht von einer Schlaufenöse aus, die auf jeden Fall einen Durchmesser hat von 2 cm. Das heißt, dass ihr für dieses obere Element mit der Ringschlaufe ca. 10,5 cm von eurer Kette abschneiden müsst. Ist euer Kettenelement jetzt stärker, dann probiert es bitte erst ein bisschen aus. Den unteren Bereich, der dann an dem Armbandelement befestigt wird, 4 cm. Da wir für die Ringöse die Kette in einer Schlaufe hieran befestigen, brauchen wir also einen ganz zarten Ringel. Den machen wir uns ganz einfach selber, indem wir diesen einen Kettstift nehmen und ihn uns oben an der Öse noch mal ein bisschen zurechtbiegen, das Ganze abschneiden. Jetzt haltet ihr das Ganze mit euren Zangen etwas fest und biegt den oberen Bereich, der jetzt offen ist, mit eurer Zange zusammen. Biegt es gleich ein bisschen oval, dann kann die Kette nicht wieder sich ausfädeln. So, für den Fall, dass ihr jetzt keinen Verbinder zu Hause habt, aber diese Flachperlen und einen Kettstift, dann geht das Basteln davon ganz einfach. Ihr steckt den Kettstift einfach durch eure Flachperle, die ihr habt. Und da ist es jetzt egal, wie groß die ist. Ihr müsst dann halt nur die Länge eurer Kettenelemente anpassen. Ich nehme jetzt mal das blaue hier. Schneidet den Stift nach ca. 1 cm ab, biegt ihn zur Seite weg und biegt euch dann mit der Rundzange eine Öse. Und schon habt ihr euren eigenen Verbinder gebastelt. Das war jetzt ganz viel Vorrede und jetzt geht's schon los mit dem endgültigen Zusammensetzen. Als erstes werden wir das Armbandelement zusammenbasteln. Dazu nehmen wir diesen großen Ringel. Ziehen zwei von den 7 cm Kettenelementen darauf, ziehen dann das untere Handrückenelement dazu und wieder die zwei restlichen Kettenelemente für das Armband. Den Ringel schließen. Jetzt bauen wir auf der einen Seite schon mal den Karabiner an. Dazu nehmt ihr euren Ringel. Fädelt die Kettenenden auf den Ringel und den Karabiner an den Ringel.
die andere Seite fädelt ihr das Verlängerungskettchen. Auch wieder einen Ringel nehmen, den Ringel seitlich aufbiegen, die Kettenelemente einfädeln und das Verlängerungskettchen einfädeln. Jetzt befestigen wir mit einem anderen Ringel die Kette an der einen Seite des Verbinders und mit einem anderen Ringel die längere Kette an der anderen Seite. Ringel wieder seitwärts aufbiegen, Kette dran und in die andere Seite des Verbinders. Jetzt können wir schon mal gucken, ob uns das so gefällt. Das heißt, wir verbinden jetzt das obere Teil der Kette mit diesem ganz zarten Ringel, den wir uns gebastelt haben, mit der unteren Kette. Das heißt, ich habe ja gesagt, 2 cm Schlaufe, Durchmesser, das macht ungefähr 6 cm an Umfang. Ihr nehmt also euren ganz feinen Ringel, biegt ihn auch wieder seitwärts auf, hängt die Kette ein und messt jetzt 6 cm ab und hängt die Kette in den Ringel bei 6 cm zusätzlich ein. Jetzt könnt ihr das Ganze schließen und probieren, ob es über euren Finger passt. Ich musste meine Größe jetzt so ein bisschen verändern, weil mir das einfach zu eng war. Es sollte ruhig ein bisschen lockerer sitzen, gerade wenn ihr es verschenken möchtet und nicht so genau wisst, wie es mit der Ringgröße steht. Nun könnt ihr das Ganze schon mal umlegen und ausprobieren, ob euch das schon so gefällt. Ich habe jetzt von meinem unteren Bereich noch mal 1 cm abgenommen und es sitzt also trotzdem super bequem und das Ringelement rutscht nicht so weit runter, wenn ich die Hand runter halte. Für mich ist das jetzt von den Maßen her perfekt. Wie gesagt, zu Hause müsst ihr ein bisschen ausprobieren, gerade was diese beiden Bereiche angeht. Da gibt es einfach keine einheitliche Formel, weil jede Hand ist anders, jedes Kettenelement ist anders. Bei dem Armband, da kann man so ein paar Vorgaben machen, aber hier müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr jetzt eine selbstgebastelte Zwischenperle habt, dann sieht das auch ganz toll aus.